Thema. Vorbilder. Vorbilder. Vorbilder im Bereich Sport, Fitness. Ja. Macht es Sinn, sich Vorbilder zu nehmen? Macht es Sinn, sein Vorbild zu haben? Bis zu einem gewissen Grad ja. Bis zu einem gewissen Grad ja, es ist schön, wenn man jetzt jemanden kennt und sagt, wow, der macht was im Bereich Sport, der ist gut, der ist toll, da möchte ich auch hinkommen. Es gilt natürlich auch für ein Business. Vorbilder brauchen wir, aber auch hier gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Und zwar gerade im Sportbereich passiert es ganz oft, und vor allem im Fitnessbereich passiert es ganz oft, dass sich Menschen Vorbilder nehmen und diese Vorbilder sich grundsätzlich komplett körperlich von der Person, die dieses Vorbild sich herausgesucht hat, unterscheidet. Ganz einfach, ich habe in meinen Gesprächen ganz oft Menschen, die bringen mir Bilder mit, vor allem Frauen bringen oft Bilder mit, sie würden gerne so aussehen wie auf dem Bild. Gibt auch zum Teil Männer. Und ja, das ist schön, dass man so ein Vorbild da ist, nur verknüpfen diese Personen ganz oft das Vorbild mit einer völlig falschen Vorstellung, welchen Aufwand man dafür betreiben sollte und welches Zeitfenster man dafür benötigt, um dieses Ziel zu erreichen. Also ganz einfach, es gibt Vorbilder. Gerade in diesem Bereich, im Fitnessbereich, was Körperkult anbetrifft, was Fitness-Lifestyle anbetrifft. Und die haben jetzt zum Beispiel 10 bis 15 Jahre Erfahrung. So, jetzt kommt ein Coachy, der ist ziemlich neu in der Szene, hat irgendwo ein Bild gesehen, hat gesehen, oh ja, okay, der ist so ähnlich alt wie ich. Und er hat so ein spezielles Programm, was er anbietet. Und so ein 8 bis 10 bis 12 Wochen Programm. Und dann möchte ich das machen und nimmt natürlich dieses Testimonial als sein Vorbild. Also 10 bis 15 Jahre Erfahrung hat das Vorbild, das Testimonial. Und der Coaching ist ganz neu in der Szene, hat vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und möchte jetzt unbedingt so aussehen wie sein Vorbild, sein Testimonial. Und verknüpft das natürlich mit einem Zeitfenster, 8, 10, 12 Wochen und 3 Trainingseinheiten pro Woche, vielleicht sogar 4, 45 bis 60 Minuten und Mahlzeiten, eine Handvoll Gemüse, eine Handvoll Nudeln und ein Stück Fleisch. Also er bekommt pauschale Angaben für ein ultra hochgestecktes Ziel und natürlich auch ein Zeitfenster vor die Nase gelegt, das mit der Realität so nie vereinbar ist. Und was passiert da ganz oft? Da passiert ganz oft, dass diese Leute natürlich Geld ausgeben für ein Pauschalprogramm, das sie irgendwo im Netz downloaden, sich natürlich von Aussagen, die mit der Realität nicht vereinbar sind, also mit Forderungen von sich selbst und auch die Angabe vom Werbetreibenden, die passen niemals zur Realität, sondern fangen sie an zu arbeiten. Und kommen natürlich nicht ans Ziel. Was passiert? Sie sind ultra enttäuscht, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Oder es gibt tatsächlich Menschen, die auf Teufel komm raus diese 12 Wochen durchziehen, dann natürlich aber eine Essstörung mitbringen und zum Teil danach extrem Probleme haben im Essen und ultra schnell wieder zunehmen und dann zum großen Anteil sogar noch mehr zunehmen, wie sie vorher abgenommen haben, weil das natürlich das sogenannte Jojo-Effekt mit dahinter steckt. Das bedingt dadurch, dass sie vorher dann anstatt 3-mal sogar 5-6-mal ins Fitnessstudio gegangen sind, 2 Stunden trainiert haben und dann unter 1000 Kalorien gegessen haben, nur noch Protein gegessen haben, keine Kohlenhydrate mehr, landen die tatsächlich bei einem Ergebnis X. Das heißt, die haben vorher zum Beispiel bei 1,80 Meter 100 Kilo gewogen, sind tatsächlich runter innerhalb von 12 Wochen um 15 Kilo bis zu 18 Kilo, sind dann in der Tat angelangt bei 85 Kilo. So,
Und jetzt haben sie die Schnauze voll. Sie sind müde, sind leer, sie sind erschöpft, weil sie zu viel trainiert haben, sind ganz extrem ausgelaugt, weil sie viel zu wenig gegessen haben, weil es nicht zu ihrem Vorhaben gepasst hat, weil die Nährstoffzufuhr viel zu gering war. Ja, und was passiert? Sie haben hier bei dem Programm, haben sie ursprünglich bekommen, S-Programm haben sie bekommen zwischen 1200 und 1400 Kalorien. Das Ganze nur Proteine und ein bisschen Fett. So, 85 Kilo haben sie nach 12 Wochen. Und jetzt essen sie wieder mehr oder weniger normal, das, was sie vorher auch gegessen haben. Ihre 2500 Kalorien. Am Anfang sogar sehr zuckerlastig, sehr süßigkeitslastig, weil sie sich 12 Wochen lang alles verboten haben. Und was passiert? Sie landen wieder mindestens hier und viele landen sogar noch bei 101 bis 102 Kilo. Und was passiert dann? Dann wird das nächste Programm ausgeprobiert, das nächste Hardcore-Programm, um natürlich schnell wieder Gewicht zu verlieren. Und das ist genau das, was man nicht tun sollte. Sich Vorbilder nehmen, die erstmal überhaupt nicht, was der Zeitfaktor anbetrifft, zur eigenen Forderung passt, also nach 10 bis 12 Wochen, wenn die Person vorher schon 10, 15 Jahre Erfahrung gehabt hatte, passt die eben nicht mit der Person zusammen, die das Programm kauft. Dann weiß man, ist die Werbeaussage oft so aufgebaut, dass natürlich ja in der Werbeaussage wenig Aufwand drinsteckt, bisschen Gemüse, ein bisschen kochen, morgens ein Shake, mittags ein Shake, abends nur ein bisschen Gemüse mit Fisch und nur dreimal Training in der Woche. Das ist natürlich so aufgebaut, dass derjenige, der es liest, natürlich genau das zu lesen bekommt, was er hören möchte. Weil die meisten möchten natürlich keinen riesen Zeitaufwand betreiben, um ein Ergebnis zu erreichen. So, und das ist schade, denn wenn Personen sich solche Vorbilder nehmen und solche Programme buchen und letztendlich ja, das Kind in den Brunnen gefallen ist, verlieren ganz viele Menschen die Lust, weiterhin gesunde Fitness zu betreiben, weiterhin sich um gesunde Ernährung zu kümmern. Warum? Weil die Vorgehensweise einmalig oder mehrmalig falsch war und somit ist eine ganz große Frustration vorhanden, eine ganz große Enttäuschung vorhanden und das führt dazu, dass diese Menschen dann letztendlich gar keine Lust mehr haben, sich mit dem Thema gesunde Ernährung, mit dem Thema regelmäßigen Sport, ob das Ausdauer, ob das Kraftsport ist, egal was ist, zu beschäftigen, weil immer hinten dran eine Enttäuschung stattgefunden hat. Aber jetzt wird es natürlich ganz spannend. Die Enttäuschung, die wurde natürlich von zwei Parts provoziert. Das ist einmal derjenige, der natürlich diese Werbung erstellt, dieses Angebot ins Netz stellt und andererseits natürlich auch von demjenigen, der dieses Angebot nutzt. Denn wenn wir mal nicht ganz so blauäugig sind und nicht ganz so naiv, dann sollten wir klar feststellen können, dass wir natürlich in 18 oder 12 Wochen nicht so viel Körperfettmasse, so viel passives Gewicht, so viel Übergewicht abbauen können, wie wir vorher über Jahre hinweg aufgebaut haben. Das sollte uns im Klaren sein. Deswegen eine Bitte an euch da draußen, wenn ihr solche Werbung lest, und es steht drin, mit wenig Aufwand maximalen Erfolg. In 12 Wochen zum Strandbody. Egal, welche Werbeaussage es draußen gibt, es ist definitiv sicherlich in den meisten Fällen nicht die Wahrheit. Es geht darum, Menschen, die gerade im Moment emotional in dieser Spirale sind, sagen, ich muss jetzt unbedingt was machen. Die wollen sie erfassen. Die suchen ja speziell nach solchen Programmen. Die geben bei Dr. Google genau diese Suchoption ein und die landen natürlich auch genau bei solchen Programmen. Und diese Programme bzw. die Werbeaussage bedient dann genau die Antworten, was derjenige hören möchte, der vor dem Rechner sitzt. Und deswegen, ja, wenn es keine Nachfrage gibt, gibt es auch kein Angebot. Deswegen nicht böse sein, dass es Menschen gibt, die natürlich solche Angebote ins Netz stellen, denn die machen ja nichts anderes, wie die Wünsche von Menschen bedienen. Und wer letztendlich dann, ja, so blauäugig ist und so naiv ist und auf diese Programme reinfällt, der sollte
tunlichst sich an der eigenen Nase fassen und sagen, scheiße, das war echt naiv, was ich da gerade gedacht habe. Das war unrealistisch, sowas zu fordern. Sowas ist nicht möglich. Das weiß man auch, wenn man dann rational mal drüber nachdenkt, weiß man das alles ganz genau, dass es nicht möglich ist. Ja, und dann sollte man sagen, okay, das war jetzt keine gute Idee. Ich werde jetzt anfangen, langfristig zu planen. Ich werde mich mit dem Thema jetzt richtig beschäftigen. Was kann ich langfristig umsetzen? Welche Ernährungsweise kann ich auf Dauer umsetzen? Welche Art von Training, in welcher Häufigkeit passt zu mir? Und dafür lässt man sich einen eigenen Trainingsplan, einen eigenen Ernährungsplan erstellen, der spezifisch auf die Person abgestimmt ist. Und dann wird man auch langfristig Erfolg haben und vor allem natürlich auch letztendlich an sein Ziel kommen. Und jetzt kommt noch was Wichtigeres. Dieses Resultat der Fitness und des entsprechenden Körpers, des Wohlfühlgewichtes natürlich auch halten können. Richtig, es ist einfach, wenn man es sich einfach macht. Das war's schon. Hier war Andreas Triembacher, Mr. T.